Hallo YouTube und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's, der gute Pamu. Wir schauen uns heute wieder eine Produktion an und es handelt sich hierbei um die Biomassekraftwerk bzw. das Biomassekraftwerk, wo wir unsere Hackschnitzel und auch unser Stroh als lose oder als auch als Ballenform eben halt dann eingeben können. So, wie man sieht, habe ich hier schon mal so eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir gehen erstmal in unser Kaufmenü rein, unter den Reiter Sonstiges beibauen, unter den Reiter Produktionen. Da haben wir unsere Biomassekraftwerk für 160.000. Was brauchen wir? Wir brauchen Stroh und wir brauchen Hackschnitzel. Stroh können wir sogar als lose oder eben halt in Ballenform eingeben und wir gewinnen daraus eben halt dann Energie, die wir dann direkt verkaufen können und eben halt ja unser Konto etwas aufbessern können damit. So, wie man sieht, haben wir hier eine Schüttguthalle, wo wir eben halt dann auch unsere Ballen oder auch das Schüttgut eben halt abladen können und können es dann hier mit einem Teleskoplader oder einem Radlader eben halt dann einfügen bzw. einladen dann. Ja, wir haben hier ein paar kleine Silos dran, hier eine kleine Produktionshalle, sage ich jetzt mal, wo eben halt das Material verarbeitet wird. So, ja, sieht soweit ganz gut aus und ja, jetzt kippen wir erstmal noch was nach und dann schauen wir mal, wie die Produktion läuft. Seht es mir bitte nach, ich bin nicht so der große Frontladerfahrer. Wird das Material dann hier einmal eingekippt. Wie man sieht, haben wir schon mal was drin. So. Und jetzt müssten einmal in unser Escape-Menü rein, damit wir eben halt unseren Reiter Produktionslinien haben. So, wir haben jetzt 12.000 Liter Stroh jetzt drin. So, das können wir jetzt einmal aktivieren. Und dadurch gewinnen wir eben halt dann eben halt unsere Energie. Die wir eben halt dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt eben halt dann ausgezahlt bekommen. So, die Konstellation ist aktuell, wir brauchen 1500 Liter Stroh für eben halt 131 Stromeinheiten. Bei Hackschnitzel haben wir eben halt dann 750 Liter für 131 Stromeinheiten. Also wir können das eben halt dann ja, verarbeiten und bekommen es dann dementsprechend zum bestimmten Uhrzeit auf unserem Konto wieder gut geschrieben. So. Ja, verkehrte Taste wieder mal. Ja. Und so wie es. Also wir bekommen jede Stunde eben halt dann was gut geschrieben, wie man sieht. Also die 131 bekommen wir dann aufs Konto gut geschrieben, stündlich. So, wir schauen uns jetzt auch noch mal kurz die Glock an. Und in der Lok habe ich keine Warnings, keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich aber dabei sagen muss, ich habe jetzt diesen Mod im Singleplayer getestet. Wie es jetzt auf dem Daily-Server ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Diesen Mod könnt ihr euch runterladen bei Modder. Gibt es aktuell für PC, Mac und alle gängigen Konsolentypen. Wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.